In den folgenden Minuten widmen wir uns dann sozusagen mit ein oder ein paar Kniffen und Tipps im Umgang mit dem MT4 hier bei Tickmill. Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen rein in das Trading bei und mit Tickmill. Das heißt, wir schauen mal auf ein bisschen Regulierungssachen, wir schauen ein bisschen auf entsprechend die Konditionen, die Sie hier mithandeln können, weil es ist halt wichtig, wenn Sie traden, dass Sie sich auch genau auskennen, wie das Ganze entsprechend beim Broker hier auch funktioniert. Und aus diesem Grund nutzen wir das Ganze heute auch einmal, um entsprechend hier einen kleinen Umblick zu umspannen auf die wichtigsten Themen hier im Umgang mit dem Trading und dem MT4 bei Tickmill. Wie immer, der Risikohinweis vorab: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das ist jetzt mal der Risikohinweis gewesen und damit gehen wir, würde ich sagen, direkt auch in die wichtigen Themen hinein. Das heißt, die Arbeit hier bei Tickmill funktioniert mit dem MetaTrader 4. Diejenigen, die hier zu Tickmill auch kommen, sie arbeiten und traden mit dem MetaTrader. Es gibt hier noch eine Erweiterung zusätzlich, den Stereo-Trader, aber da gehe ich dann entsprechend mal drauf ein und wir schauen wirklich gleich mal, wie das Ganze hier funktioniert, dass Sie sich schnell einarbeiten können. Wir schauen auf ein paar Indikatoren, also all das, was Ihnen im Trading entsprechend auch helfen kann, schauen wir uns jetzt einmal an. Bevor Sie entsprechend bei einem Broker wie Tickmill arbeiten, ist es natürlich wichtig, sich auch mal ein bisschen auszukennen. Man beschnuppert sich ja so ein bisschen und man sagt sich, Mensch, ich brauche hier einen guten Broker, ich brauche einen Broker, zu dem ich einen guten Draht habe, wo ich auch weiß, ich kann mich auf meinen Broker verlassen und das funktioniert bei Tickmill sehr, sehr hervorragend. Ich kenne die Leute hier hinter Tickmill mittlerweile auch persönlich von der Seite her. Kann ich sagen, ich habe hier wirklich ein gutes Gefühl, wenn ich mir die Sachen anschaue, die entsprechend auch, sage ich mal, rechtlich im Hintergrund laufen, da habe ich ein wirklich sehr, sehr gutes Gefühl und das schauen wir uns jetzt einfach einmal an, zum Beispiel mit Blick auf die ESMA-Regulierung oder auch auf das Thema der Sicherheit. Sie sehen das hier drüben am Rande, der Broker Tickmill ist FCA UK reguliert, das heißt, das sind wirklich strengste Sicherheitskriterien, die hier erfüllt werden, damit Sie mit Ihrem Geld auch wirklich auf der sicheren Seite sind. Und hier werden natürlich auch alle ESMA-Regelungen umgesetzt. Das möchte ich Ihnen an dieser Stelle auch gerne einmal zeigen. Wenn Sie hier auf der Website von Tickmill sind, schauen Sie ruhig drauf. Da finden Sie viele Informationen, das werden Sie auch gleich sehen. Hier bei den Facts gibt es entsprechend auch die Hinweise auf die häufig gestellten Fragen. Und eine Frage, die uns in letzter Zeit häufiger mal sozusagen gestellt wird, ist, wie sieht es denn mit den Hebeln aus? Es gab ja seit August Änderungen in den Hebeln. Das heißt, die ESMA hat gesagt, also die ESMA ist die Regulierungsbehörde, die hier entsprechend zum Schutz der Anleger auch agiert. Und die ESMA hat gesagt, Moment, wir müssen hier oder wir wollen hier zum Schutz der Anleger mit den ganzen Hebeln etwas ändern. Und zudem wurde also gesagt, es gibt hier klare Vorgaben. Und diese Vorgaben, die sehen Sie mal hier in den Facts. Das heißt, wir haben für die Hauptwährungspaare einen Hebel von 30 zu 1. Für Nebenwährungspaare sowie Gold und die Hauptaktienindizes haben wir einen Hebel von 20 zu 1. Für die Rohstoffe, außer den Gold, haben wir 10 zu 1 entsprechend für einzelne Aktien. Gut, das ist jetzt hier bei Tickmill nicht der Fall, da gibt es keine Aktien zum Traden, aber da sind die ESMA-Vorgaben mal so genannt, dass man einen Hebel von 5 zu 1 hat und entsprechend für die Kryptowährungen hat man einen Hebel von 2 zu 1. Das ist mal die Sache mit den Hebeln. Das heißt, dass Sie auch wissen, was passiert denn hier, wenn ich jetzt eine Position kaufe, wie viel Geld muss ich entsprechend hinterlegen und das sind die Sachen, die hier wirklich 1 zu 1 auch umgesetzt werden und da können Sie sich darauf verlassen, dass das Ganze dann passt. Also hier entsprechend beispielsweise mal auf die Kryptowährung gegangen, in Hebel von 2 zu 1 bedeutet einfach, dass Sie, wenn Sie beispielsweise für 10.000 Euro Kryptowährung kaufen, dass Ihr Konto mit einer Margin-Leistung von 5.000 Euro entsprechend belastet wird. Bei den Rohstoffen beispielsweise, wenn Sie hier für 10.000 Euro Öl kaufen, dann wird Ihr Konto entsprechend mit einem Zehntel davon als Sicherheitsleistung sozusagen belastet und den Rest können Sie zum Trade nutzen. Also das heißt,
heißt, sie profitieren weiterhin auch noch von Hebeln, können also mehr Geld bewegen, als sie das eigentlich auf dem Konto haben und das für ihr positives Trading mit nutzen, weil sie einfach ja diesen Hebel zu ihrem Vorteil entsprechend nutzen können. Bitte aber immer auch dran denken, ein Hebel, der zum Vorteil genutzt wird, kann im schlechten Fall auch gegen einen arbeiten. Von der Seite her bitte immer auch das Risikomanagement auch anschauen und immer überlegen, wie viel Geld bewegen sie denn in echt, also nicht nur die Margen anschauen, sondern auch wirklich schauen, wie viel Geld bewegen sie denn, damit sie auch wissen, wenn sich der Basiswert so und so stark bewegt, damit sie auch wissen, was dann entsprechend auch auf dem Konto passiert, weil die Margen hin oder her, wenn sie 100.000 Euro bewegen und der Wert fällt um 1%, dann wird ihr Konto entsprechend von den 100.000 um 1% reduziert, egal was jetzt die Margenleistung ist. Also den Verlust haben sie immer dann in der Position, die sie bewegt haben, genauso wie sie den Gewinn in der Position, den sie bewegt haben, auch drinnen haben an dieser Stelle. Also das von der Seite her, was das Thema der Hebelungen angeht. Wenn Sie hier noch weitere Fragen haben zur ESMA, Sie sehen es hier in diesen Facts, gibt es eine ganze Menge, was hier behandelt wird entsprechend und Sie können hier alles sehr gut und sehr in Ruhe nachlesen. Da mache ich jetzt kein Webinar drauf entsprechend, was die ESMA-Regelungen sind, sondern das wollte ich einfach hier am Rande entsprechend auch einmal umsetzen. Und wenn Sie hier auf Tickmill einmal angekommen sind, schauen wir mal hier kurz auf die Tickmill-Website, dann sehen Sie hier auch die Informationen zu den Instrumenten. Das heißt, wenn Sie traden, ist es ja auch immer wichtig, von der Kostenseite her. Tickmill ist ein Broker, der ist von der Kostenseite extrem interessant und hier sehen Sie beispielsweise mal die Spreads. Ja? Hier wird aktuell angezeigt, was die Spreads in den entsprechenden Währungen, Rohstoffen oder Indizes auch ausmacht. Sie sehen hier auch entsprechende Kontoarten, die Sie zum Trading mit dem MetaTrader auch benutzen können. Das heißt, Sie haben jetzt das klassische Konto, Sie haben das populärste Konto, das ist das Pro-Konto und dann gibt es das VIP-Konto. Das können Sie sich auch alles mal ganz in Ruhe anschauen. Der größte Unterschied oder ein sehr großer Unterschied zwischen dem klassischen und den anderen beiden ist halt hier beispielsweise die Spreads up. Hier schauen Sie, da haben Sie Spreads up 0 Pips und hier haben Sie immer mindestens ein Spread von 1,6 Pips bei beim klassischen Konto. Also schauen Sie sich das Ganze ruhig in Ruhe an und diejenigen von Ihnen, die sich auch ein bisschen damit beschäftigen möchten, wie das Ganze mit den einzelnen Instrumenten abläuft, Sie sehen hier entsprechend immer die wichtigsten Instrumente oben auf und dann können Sie hier auf alle Instrumente klicken beziehungsweise auch hier den Weg auf die Instrumente und dann haben Sie das nochmal unterteilt in entsprechend die Devisen, Indizes, WTI, Edelmetalle, Kryptowährungen und Anleihen. Das alles können Sie hier traden. Also insgesamt sind es, glaube ich, ein paar über 80 Instrumente, die wir hier zum Trading auch mit zur Verfügung haben. Und wenn Sie entsprechend draufklicken auf den entsprechenden Button, dann sehen Sie halt hier, was die entsprechenden Währungen auch sind. Und wenn Sie jetzt einfach mal draufklicken auf eine dieser Währungen, dann sehen Sie hier die wichtigsten Informationen dazu. Das heißt, Sie sehen die aktuellen Bid-and-Ask-Kurse, Sie sehen mal ein bisschen Chart. Gut, das gucken wir uns dann im Tickmill MT4 an, aber nichtsdestotrotz, Sie sehen hier die entsprechenden Spreads, Minimum, typische Spreads, Sie sehen die Lotgrößen, Sie sehen die Mindestkontraktgröße, die Maximalkontraktgröße, die Hebelwirkung sehen Sie hier entsprechend. Also all diese Sachen sehen Sie mit einem Blick, wenn Sie auf die Website schauen. Also Sie haben hier sehr, sehr schnell den Weg entsprechend in die Märkte auch hinein und deswegen schauen Sie sich das Ganze ruhig an und Sie können hier sehr, sehr schnell und einfach das Ganze sich anschauen. Elena, ganz lieben Dank, dass du hier entsprechend die Links mit den ESMA-Regelungen und auch die Instrumente direkt mit in Facebook reingepostet hat. Das hilft also all diejenigen, die sich das Ganze mit anschauen wollen, klicken Sie ruhig mal dann drauf, da haben Sie die Sachen auch direkt bei sich und können Sie ruhig gleich mit abspeichern hier im Ganzen. So, das also zu dem Thema der Instrumente, das heißt, Sie wissen jetzt, wo Sie die Instrumente finden, wie Sie die Informationen zu den einzelnen Instrumenten finden, Sie wissen, wie Sie die ESMA-Regulierungen finden und wo wir gerade dabei sind, auch wie Sie die jeden morgen veröffentlichten Handelsideen in dem Blog finden, nämlich einfach auf die Webseite gehen, auf den Blog klicken und da sehen Sie dann jeden Morgen hier die entsprechenden aktuellen Handelsideen und da können Sie auch in die älteren mal reinklicken und Sie können halt hier auch immer die entsprechenden Videos sehen. Hier unten dran steht dann immer das Video mit dem Videoarchiv. Mittlerweile sind es 98 Videos, die wir hier für Sie reingestellt haben. Und wenn Sie hier draufklicken, können Sie dann entsprechend immer die Videos sich anschauen, was Sie mit entsprechend sehen möchten. Also schauen Sie hier rein. Das ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtig. Und ja, ich sage immer, als Broker ist es wichtig, im Interesse seiner Kunden zu handeln. Die Kunden stehen bei Tickmill immer an erster Stelle und als eigener Händler ist es wichtig, dass man wirklich mit professionellen Werkzeugen arbeitet und ein Broker ist ein Werkzeug, was Sie zum Traden brauchen und deswegen hier
das Werkzeug Tickmill als Broker ist hier wirklich sehr empfehlenswert. So, und damit gehen wir dann mal klassisch in den MetaTrader 4 hinein. So, und da haben Sie halt verschiedene Möglichkeiten zum Traden. Die Standardvariante, die Sie hier haben, wenn Sie Ihr Konto bei Tickmill entsprechend auch eröffnen, ist der klassische MetaTrader. Da sieht das Ganze dann entsprechend so aus, dass Sie hier die normale Oberfläche haben. Das heißt ganz normal die entsprechenden Charts, wenn Sie den MetaTrader öffnen, wenn Sie sich das Ganze auch anschauen, die ganze Menüführung, ich denke, das kennen Sie, das ist ähnlich wie entsprechend andere Werkzeuge, die Sie haben, hier oben die ganz normale, die Menüleiste, mit wo Sie einen neuen Chart öffnen können. Also wenn Sie hier beispielsweise draufklicken, dann öffnet sich ein Chartfenster, dann können Sie beispielsweise auswählen, welchen Chart Sie öffnen möchten, beispielsweise hier jetzt Euro, US-Dollar, und dann wird dann ganz klassisch ein Euro US-Dollar-Chart geöffnet. Jetzt nicht wundern, ich habe hier natürlich den Stereo-Trader auch schon mit drauf, deswegen kommt er hier auch immer rein in die neuen Fenster. Ansonsten wichtig ist hier halt zu sehen, Sie können diese Charts entsprechend auch mit speichern. Das heißt, Sie können sich hier Profile erstellen, Vorlagen erstellen, dass Sie beispielsweise sagen, okay, Sie können wollen so einen Chart speichern, damit Sie immer wieder drauf zurückgreifen können. Hier beispielsweise habe ich mir einen Chart gespeichert, der einfach nur weiß ist. Und dann kann ich, wenn ich jetzt einen Chart geöffnet habe und ich möchte in eine andere Vorlage rein, einfach das Ganze hier öffnen. Also hier wirklich einfach sagen, okay, entsprechend Vorlagen, das Ganze laden bzw. vorher speichern, und dann können Sie immer wieder darauf entsprechend zurückgreifen. Das mal so als kleine, sage ich mal, grobe Besprechung hier vorab in diese Richtung. Was halt hier dann zum Handeln notwendig ist, Sie brauchen natürlich entsprechend Ihre Handelsinstrumente und die Indikatoren, und das finden Sie entsprechend hier bei der Marktübersicht beziehungsweise dann im Navigator. Das heißt, hier in der Ansicht können Sie sich die Marktübersicht und den Navigator auch einfach öffnen. Das geht natürlich auch mit der Tastatur Steuerung M und Steuerung N. Also Nordpol und Mata sind dann die entsprechenden Felder. Und wenn wir jetzt beispielsweise den Marktüberblicker mal anschauen, dann haben Sie hier am Bildschirmrand auf der linken Seite im Fenster die Gesamtübersicht über alle Instrumente, die es hier entsprechend auch gibt. Sie können die auch händisch sozusagen verschieben, also alles anpassen. Sie können zum Beispiel sagen, okay, ich hätte jetzt gerne den US-Dollar südafrikanischen Rand an einer anderen Stelle. Da klicken Sie einfach drauf und ziehen den dorthin, wo Sie hinhaben wollen. Dann lassen Sie einfach los, und so können Sie sich das Ganze hier etwas sortieren, wie Sie es haben wollen. Ich ziehe es mir jetzt mal ganz kurz zurück, wo es gewesen ist. Also diese Dinge können Sie hier quasi per Drag and Drop in dieser Spalte machen. Und wenn Sie eines dieser Instrumente hier im Chart miteinander betrachten möchten, da können Sie auch einfach sagen, okay, ziehen wir einfach mal rein, zack, dann wird das Ganze entsprechend rübergezogen und Sie haben den Titel sofort im Markt mit drinnen. So, und jetzt sehen Sie hier den Chart beispielsweise im 15-Minuten Perioden angezeigt. Das heißt, hier oben schauen Sie mal an dieser Stelle, da steht M15, das ist das, was Sie hier oben auch auswählen können. Das heißt, hier ist mal vom Monat bis zum Minutenchart alles möglich, und Sie müssen einfach nur hier oben draufklicken, beispielsweise um auf den Tag zu kommen. Klicken Sie drauf und schon haben Sie entsprechend den Tageschart. Wenn Sie etwas mehr Platz brauchen, können Sie einfach hier oben auf dieses X klicken, dann wird der Chart groß gemacht. So, und jetzt sehen Sie an dieser Stelle, dass hier sehr, sehr viel Raum ist, wo nichts drinnen ist. Da fehlen keine Daten, sondern hier oben an dieser Stelle gibt es so zwei Felder, wo Sie sagen können, Ende des Charts vom Rand verschieben und hier entsprechend den Chart automatisch ans Ende scrollen bei jedem Tick. So, und wenn Sie da drauf klicken, dann schiebt es den Markt komplett mit rüber. Das heißt, Sie haben immer einen aktuellen Chart hier auf der Uhr und können alles live sehen mit etwas Historie auch nach hinten. Und diese Historie nach hinten und nach vorne, die lässt sich relativ einfach aufbauen, indem Sie hier auf das Minus oder das Plus klicken. Das heißt, Plus macht es größer, zoomen sich quasi rein in den Chart, Minus macht das Ganze kleiner. Da können Sie etwas weiter in die Historie klicken. Das können Sie auch hier unten verschieben, indem Sie mit der Maus auf diese Zeitleiste gehen, die linke Maustaste klicken und das Ganze nach rechts oder links verschieben, und da scrollen Sie auch automatisch durch die Zeiteinheiten durch. Das Ganze funktioniert auch hier drüben auf der Preisleiste. Einfach hier raufgehen, Maustaste wieder links klicken, nach unten ziehen oder nach oben schieben. Damit werden Sie die Skalierung kleiner oder entsprechend größer machen, wie Sie das für Ihr Trading entsprechend auch haben möchten. Also das mal so zu ein paar grundlegenden Einstellungen, die wir hier entsprechend im
Chart auch machen können, hier für diesen Markt, beziehungsweise generell für alle Charts, die Sie hier entsprechend drin haben. Also das mal die klassischen Standardeinstellungen, die Sie ja machen können. Da gibt es noch eine ganze Menge und da gehen wir jetzt mal auf die Indikatoren ein. Und zwar, wenn Sie die Navigation aufmachen, das heißt hier entweder Ansicht und den Navigator anklicken oder Steuerung und Endklicken, da kommen Sie entsprechend in die Indikatoren rein. So, und bei den Indikatoren können Sie doch auf einige wichtige Indikatoren zurückgreifen, wenn Sie sich das Ganze anschauen, um Ihre Charts für sich entsprechend auch ein bisschen hier mit anzupassen. Das heißt beispielsweise hier bei den Tendenzen, da finden Sie diverse Indikatoren, beispielsweise Bollinger Bänder, die Envelopes, Ichimoku, wir finden gleitende Durchschnitte oder beispielsweise auch das Thema, den Parabolik SAR, den können Sie zum Beispiel dazu benutzen, um Trades in Long- oder Short-Richtung einzugehen und das Ganze dann auch entsprechend auf dem Stop-Management zu machen. Ich ziehe das mal ganz kurz rüber. Sie klicken es einfach an und ziehen es rüber oder machen einen Doppelklick drauf und dann kommt es in den Chart rein. Und dann werden Sie gefragt, wie wollen Sie es denn visualisieren lassen? Dann klicken Sie hier einfach auf OK und dann sollte es in den Chart reingelegt werden. Sie sehen hier krasse, passiert nichts. Warum auch immer, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Probieren wir es mal mit einem anderen Wert, mit den gleitenden Durchschnitten. Haargenau das Gleiche, einfach rüberziehen und dann können Sie hier entsprechend das Ganze visualisieren. Das heißt jetzt beispielsweise hier den 50er gleitenden Durchschnitt mal reinnehmen. Sie können auch noch auswählen, ob Sie das Ganze einfach haben wollen, exponentiell gewichtet, geglättet oder linear gewichtet. Das ist dann Ihre Sache. Sie können auch hier die Farben entsprechend wählen und dann einfach beispielsweise auf OK klicken und schon haben Sie das Ganze drin. Wenn Sie noch einen zweiten mit rein haben wollen, ziehen Sie es einfach nochmal rein, dann nehmen wir mal beispielsweise den 200er und sagen, okay, der 200er soll zum Beispiel in blau angezeigt werden, Sie können ja auch noch die Linienstärken verändern, dann ist er jetzt drin, der SMA 200 an dieser Stelle, also hier können Sie diese wichtigsten Instrumente entsprechend auch mit reinlegen, wie Sie das für Ihr Trading gern auch haben möchten. Oder wenn Sie sagen, die Bollinger Bänder sollen mit rein, einfach reinklicken, drauflegen, auf OK klicken und schon haben Sie entsprechend die Bollinger Bänder mit drin. Und wenn Sie das Ganze auch noch etwas anpassen wollen, dann können Sie, wie schon gesagt, hier auch einfach auf den Wert klicken, also draufgehen, rechte Maustaste und dann können Sie die Eigenschaften machen. Sie können aber auch mitten im Chart irgendwo klicken, dann auf die Indikatoren klicken und dann bekommen Sie dieses Fenster hier angezeigt und da sehen Sie dann entsprechend hier die gleitenden Durchschnitte beziehungsweise die Bollinger Bänder und wenn Sie da auf die Bollinger Bänder draufklicken und auf Editieren klicken, dann können Sie beispielsweise auch sagen, okay, wie soll das Ganze denn gestaltet werden, die Visualisierung können Sie machen und das Ganze hier entsprechend auch von der Farbe her ändern, wie Sie es haben wollen, also das ist wirklich sehr gut und einfach entsprechend einzustellen, Sie können die Perioden auch ändern, Sie können die Abweichung ändern und Sie können auch sagen, auf was es berechnet werden soll, also diese Dinge haben Sie wirklich sehr individuell zum Einstellen, das heißt, Sie können hier wirklich Ihre eigenen Setups, Ihre individuellen Einstellungen machen, um das Ganze hier entsprechend auch mit zum Laufen zu bringen. Also das mal hier, dann klicken Sie einfach auf OK und schließen und schon ist das Ganze entsprechend auch geändert. Wenn Sie so einen Indikator rausnehmen wollen, dann können Sie das Ganze entweder draufklicken, rechte Maustaste und Indikator löschen. Oder aber Sie gehen hier direkt wieder rechte Maustaste irgendwo im Chart, gehen auf Indikatoren und wir sagen, wir nehmen jetzt mal den SAR raus und wir nehmen mal die Bollinger Bänder raus, löschen, zack und schon sind die Bollinger Bänder auch raus und das Ganze hier entsprechend im Chart nicht mehr ersichtbar. Das heißt, Sie können das sehr, sehr schön schnell und individuell auch anpassen, wie Sie es brauchen, um das Ganze hier für sich zu verändern. Dann haben wir die Oszillatoren, da haben wir wieder diverse Sachen, also schauen Sie mal rein, hier beispielsweise auch den MACD oder das Momentum oder relative Stärkeindizes, was Sie hier zum Traden brauchen oder den Stochastik-Oszillator. Diese Dinge finden wir dann sozusagen bei den Oszillatoren. Auch die werden wirklich einfach hier drüben reingezogen. Hier gibt es dann Standardeinstellungen, die können Sie beispielsweise beim MACD auch wirklich wieder anpassen. Heißt also hier, der schnelle MA kann angepasst werden, der langsame MA und der MACD SMA kann auch angepasst werden. Das können Sie einfach machen. Dann klicken Sie auf OK und schon haben Sie entsprechend diese Dinge hier nach unten. Wenn Sie beispielsweise auch sagen, mir gefällt das mit dem Weißen nicht so gut, ich hätte visuell gerne ein bisschen was anderes, Sie können auch die Farben relativ einfach ändern, indem Sie hier im Chart auf die rechte Maustaste klicken und dann, jetzt muss ich selber mal schnell schauen, die
Eigenschaften öffnen und dann haben Sie die Farbauswahl da. Da gibt es auch Vorlagen, auf die Sie direkt zurückgreifen können oder aber Sie passen sich das Ganze an und wir können jetzt beispielsweise mal sagen, wir machen den Hintergrund mal in einem leichten anderen Ton, beispielsweise in diesem Silber. Dann klicken Sie hier drauf und schon haben Sie hier einen anderen Ton, der sich für Sie vielleicht besser macht. Gut, hier unten sehen Sie, jetzt ist das Ganze etwas ungünstig. Da sehen wir diese grauen Balken natürlich nicht mehr. Das muss dann angepasst werden auf Ihren eigenen Chart, aber das können Sie ja relativ leicht machen, indem Sie dann wieder auf die Eigenschaften klicken und dann auf die Farben und hier beispielsweise sagen, okay, dann wollen wir das Ganze mal hier in Blau haben, dann gehen Sie auf OK und schon sehen Sie das Ganze in einer anderen Farbe. Also all diese Dinge können Sie relativ leicht auch anpassen und dann mit einem Klick das Ganze hier als Vorlage speichern und dann können Sie, wenn Sie das Ganze gespeichert haben, immer wieder entsprechend vorrufen, wenn Sie auf Vorlage laden hier klicken. Also all diese Dinge können Sie hier über diese Indikatoren noch mit einstellen und sich Ihre eigenen Charts entsprechend bauen und auch Ihre eigenen Handelssignale bauen. Beispielsweise hier in dem Trading, wenn Sie sagen, okay, Sie arbeiten sehr, sehr gerne mit dem Thema MACD zusammen oder Sie arbeiten gerne mit den gleitenden Durchschnitten zusammen, dann können Sie beispielsweise sagen, okay, Sie wollen immer dann, wenn jetzt der kurze SMA 20 den SMA 50 schneidet, nach oben hin ein Long-Signal auch traden, dann können Sie hier ja einfach sagen, okay, Sie legen hier den SMA rein, also den Moving Average einfach reinlegen, dann nach den 20er entsprechend dazu die Farbe wählen, beispielsweise mal grün und immer dann, wenn beispielsweise der SMA 20 den SMA 50 von unten nach oben durchschneidet, gibt es ein Long-Signal und das Ganze läuft dann entsprechend in die obere Richtung, dann bekommen Sie hier entsprechend an dieser Stelle, ich zeige Ihnen das mal kurz, beispielsweise hier Ihr Kaufsignal geliefert, also hier hatten wir ja die Überschreitung von unten nach oben, da gab es das Kaufsignal und Sie können halt auch sagen, dann im Endeffekt, wenn Sie dieses Ganze nutzen wollen und der Markt läuft dann beispielsweise unter diesen SMA drunter, dass Sie da dann entsprechend auf Ihr Kaufsignal bekommen, wenn beispielsweise der Schlusskurs unter dem SMA liegt und dann hätten Sie entsprechend hier an dieser Stelle hier drüben, wenn der Schlusskurs drunter liegt, hier an dieser Stelle Ihr Verkaufsignal gehabt. Also Sie sehen, wie einfach Sie das Ganze bauen können und für Ihr Trading entsprechend nutzen können. Das ist das Standard-Tool sozusagen der MT4. Und für all diejenigen, die nicht klassisch mit dem Standard-Tool arbeiten möchten, sondern den Stereo-Trader nutzen möchten, wir haben das auf der Website auch drauf. Ich zeige den gleich mal. Die Elena war auch so nett und hat den Link zum Stereo-Trader direkt auch schon mal gepostet, aber ich zeige es Ihnen mal. Gehen Sie bitte auf die deutsche Seite entsprechend vom Tickmill oder aber auch diejenigen, die mich persönlich mittlerweile auch googeln. Ich bekomme auch Anschriften über die Website. In Kürze gibt es den direkten Zugang zum Stereo Trader auch über meine Website, dieinvestorschule.de. Da gehen mittlerweile auch der ein oder andere hier drauf und macht eine Anfrage persönlich dann übers Kontaktformular. Und hier, wenn Sie auf der Website von Tickmill dann auch sind, dann bekommen Sie die Werkzeuge angezeigt und dann ist hier entsprechend der Stereo-Trader und da können Sie den Stereo-Trader entsprechend dann für Ihr MT4 mit nutzen. Und das kriegen Sie dann auch angezeigt. Hier unten schauen Sie mal bei den Experten, haben Sie dann den Stereo-Trader und den ziehen Sie dann einfach auch wieder einfach rüber in den Chart, also einfach hier anklicken und entsprechend rein. Ziehen, dann haben Sie ihn drinnen und dann können Sie den ganzen Chart mit den Standardeinstellungen vom entsprechenden Stereo-Trader nutzen. Das sieht dann hier entsprechend so aus, dass ein wenig andere Symbole sind drauf. Das heißt, hier oben sehen Sie erst einmal den Stereo-Trader. Hier ist dann noch ein bisschen die Uhrzeit. Hier die ganze Trading-Geschichte funktioniert an dieser Stelle etwas anders. Sie haben ja auch sehr, sehr schön die Möglichkeit, die Charts ein bisschen mit anzupassen. Da gibt es ja auch Videos hier auf der Website von Tickmill bei uns, wo das Ganze noch beschrieben wird. Sie haben eine Preisleiter, das ist auch sehr, sehr spannend. Sie können hier einfach Ihre Orders platzieren mit dem blauen, das wäre dann die Kauforder. Sie sehen eine Stop-Buy-Order, wenn Sie jetzt hier draufklicken, haben Sie direkt die Stop-Buy-Order im Markt liegen. Sie können dann beispielsweise auch sagen, okay, hier soll entsprechend eine Verkauforder mit rein zur Absicherung, beziehungsweise hier oben dann eine Gewinnmitnahme-Order, das Ganze auch mit rein in den Markt zu packen und damit können Sie sich dann entsprechend auch ganze Setups speichern.
Also hier, der StereoTrader macht das Ganze auch entsprechend etwas einfacher für die Order-Einstellung. Es ist sehr, sehr visuell, das Ganze. Also hier gibt es diverse Möglichkeiten, die Sie direkt auch mit dem StereoTrader mit umsetzen können. Und dafür haben wir ja auch immer wieder Webinar-Serien hier mit dem StereoTrader, wo der Dirk Hilger auch zeigt, derjenige, der das programmiert hat, ist der Dirk Hilger, wie das Ganze hier in der Arbeit funktioniert, wie Sie damit auch schön und simpel im aktiven Handel arbeiten können, Ihr Trading mit unterstützen können. Sie können sich hier beispielsweise auch direkt Voreinstellungen machen über die Stops. Das heißt, Sie können sich Standard-Stop-Loss, Standard-Take-Profit-Werte einstellen und die werden dann entsprechend mit der Order verknüpft, liegen dann sozusagen im Markt und Sie können hier das Ganze auch mit schön auch einstellen. Auch einen Trailing-Stop können Sie machen. Hier können Sie die Einstellung machen. Also einfache, feine Sachen, die Sie hier zum Trading nutzen können mit dem StereoTrader. Das Ganze hier entsprechend auch mit anzuschauen und das Ganze hier auch schnell und einfach umzusetzen fürs Trading. Also Sie sehen wichtige Werkzeuge, die wir hier im Markt mit nutzen können beim Trading mit dem StereoTrader. Das mal so ein paar, sag ich mal, kleine Sachen, die wir uns hier anschauen können zum Trading. Ich hoffe, ich konnte mit diesem kleinen Einblick den ein oder anderen Hinweis an dieser Stelle auch mitgeben, wie Sie das Ganze mit traden können, wie Sie hier das Ganze auch nutzen können. Ich drücke jetzt noch mal ganz kurz Steuerung und M mit den Instrumenten, also auch im StereoTrader. Der StereoTrader ist direkt auf dem MetaTrader 4 mit aufgesetzt. Das heißt also hier an dieser Stelle, Sie können wirklich einfach hier draufklicken und den Titel einfach rüberziehen und dann kommt das Ganze hier entsprechend in den Markt reingezogen. Und jetzt sehen wir hier den britischen Pfund, Schweizer Franken im Wochenchart entsprechend mit allen, was Sie hier an Einstellungsmöglichkeiten haben. Also Sie können das alles nutzen. Sie können auch einfach hier in diesen MetaTrader mit dem StereoTrader beispielsweise gleitende Durchschnitte reinlegen oder die Bollinger Bänder einfach rüberziehen. Also das funktioniert alles identisch, alles gleich. Der StereoTrader macht die ganze Sache im Trading halt nur deutlich, sag ich mal, einfacher, als das mit der Standardvariante vom MT4 möglich ist. Aber auch der MT4, den können Sie sehr schön zum Traden mit benutzen. Also Sie haben hier wirklich die Wahl, beide Sachen zu nutzen. Es steht Ihnen offen, den StereoTrader hier zu benutzen. Es ist ein Tool, das die Arbeit natürlich deutlich auch entsprechend vereinfacht. Und wir haben jetzt hier im StereoTrader ja natürlich durch den Olli hier auch noch ein anderes Paket mit drinnen. Sein Wert, was er hier auf der, was war es gewesen, auf den IB-Days hat er es ja auch vorgestellt. Das Video können Sie auch mal anschauen, wenn Sie auf die IB-Days gucken. Die werden ja auch hochgeladen. Sehr, sehr interessanter Vortrag. Und der Olli arbeitet hier mit uns zusammen, also Oliver Klemm. Grüße von mir an dich, Oliver, und das Tool können Sie natürlich auch mitnutzen. Also all diese Dinge sind hier wirklich schön vereinbar mit Ihrem Trading. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar kleine Ideen geben, wie wir das Ganze hier nutzen, und ich werde in einem der zukünftigen Webinare auch einmal darauf eingehen, wie ich das Ganze gut im Research mache, das heißt, wie Sie auch andere Quellen dazu benutzen können, intensives Research zu betreiben und das Ganze dann einfach umzusetzen im MetaTrader. Also alles Sachen, die wir hier im Trading gut miteinander vereinbaren können. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass Sie hier einen kleinen, leichten Einstieg in den MetaTrader entsprechend gefunden haben, und wünsche hier auf alle Fälle gute, interessante Trades, und ich freue mich, den einen oder anderen dann auch live hier in den Webinaren in Zukunft auch begrüßen zu können.